Uah. Hallo, ich bin Alien. Ich lebe in Isolation. Wie sieht's aus, wenn man stirbt? Wirst du, glaube ich, gleich nochmal sehen bei mir, ja? Alter, ich sehe überhaupt nichts. Es ist so stockdunkel jetzt gerade hier. Hör, da hinten steht das Alien. Ach, das läuft da hinten. Das ist schon mal gut. Dass da hinten runterläuft, ist schon mal supi. Ich sehe überhaupt nichts. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Geh weg, geh weg, geh weg. Geh weg, geh weg, geh weg. Geh weg, geh weg, geh weg. Geh weg, geh weg. Geh weg, geh weg. Geh weg. Geh einfach weg. Oh, ich glaube, ich speichere. Ich glaube, ich speichere erstmal. Ich glaube, ich gehe erstmal speichern. Ja, definitiv. Nein, 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 nein. Oh! Oh! Ich muss in den Raum wieder rein, ne? Kann das sein? Station evakuieren. Dies ist keine Übung. Muss ich... Ach so, hier muss ich hin jetzt. Ah, ja. Ah. Eins. Zwei. Und drei. Und los! Natürlich! Natürlich! Komm her! Na komm! Komm her! Komm mal hier, ich hab noch ein Feuer für dich! Und noch mal Feuer für dich! Und jetzt? So. Wo muss ich jetzt hin? Wo muss ich jetzt hin? Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Speichern wäre cool. Speichern, ausmachen und pennen? Wie pennen? Nein, niemals. Ich kann nicht speichern. Nein, ich kann nicht speichern. Fuck, ich kann nicht speichern. Scheiße. Fuck, ich kann nicht... Fuck, ich kann nicht speichern. Fuck. Oh, lauf, beweg dich, beweg dich. Mach, mach fertig. Ich bin gerade total angespannt. Weil ich kann das Alien mit nichts mehr abwehren jetzt. Ich habe keinen Flammenwerfer mehr. Oh, ich glaube, ich bin richtig. Zieh am Schwanz. Ja, mach ich gleich mal. Bin ich hier richtig? Sevastopol, Niagara Lake und Lawrence hier. Ich werde versuchen, an der Schlepperplattform unter ihrem Raumfahrtterminal anzudocken. Wir können Überlebende aufnehmen. Ist das richtig hier lang? Ja, Leute, das gibt's doch gar nicht, ey, dass das Spiel immer noch nicht zu Ende ist. Ist ja der Wahnsinn. Ist ja der Wahnsinn.
Alpine hat doch, glaube ich, Alpinan Rob hat doch, glaube ich, das Spiel auch schon durch, ne? Ohne jetzt viel zu spoilern, du kannst mir doch wahrscheinlich jetzt mal sagen, kommt noch viel oder wenig? Oder mittel? Weil das wäre jetzt mal so meine Frage. Ohne halt was zu schreiben, was spoilern könnte. Ja. Das würde mich jetzt einfach mal interessieren. Oh mein Gott, wir sind wieder am Anfang, glaube ich. Ermöglichen Sie die Torrens das Andocken. Oh mein Gott. Notfallsituation. Gehen Sie zum Speichern. nächsten Evakuierungspunkt und warten Sie auf Ihren Notaufsichtssystem. Nichts für schwache Nerven. Definitiv, Cave. Jetzt weiß ich, wo wir sind. Das war die Tür aus der großen Lobby, wo man nicht hinkam, ne, oder? Kann das sein? Ja, Tatsache. Halbe bis ganze Stunde noch, okay. Dann würde ich sagen, heben wir uns das hier für eine weitere Folge auf. Let's Play Live Show. Ich würde sagen, ist eigentlich ein guter Punkt hier, um aufzuhören. Aber wenn es auch wirklich noch so lange geht, dann schreibt ihr eigentlich mit der PlayStation über Twitch TV? Ja, das ist PlayStation. Ja, PlayStation. Juhu. Wir können nämlich morgen dann. Au, 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 au! Stell ihm ja noch ins Feuer rein. Ich denke, morgen wird es einen Sonderstream geben. So gegen. Ja, ich denke mal 8 Uhr. Also auch wieder 20 Uhr. Morgen Sonderstream. 20 Uhr werde ich auf Facebook auch nochmal posten. Solltet ihr morgen auf jeden Fall wieder einschalten, die Let's Play Live Show. Morgen Sonder, weil ich streame ja eigentlich sonntags nicht. Deswegen gibt es morgen dann halt die Sondersendung Let's Play Live Show am Sonntag mit Alien Isolation. Und ich hoffe mal dann das Finale. Und ihr seid dann immer noch mit dabei. Ja. Für alle, die da gewesen sind, freue ich mich natürlich. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten und wünsche euch jetzt noch eine angenehme, schöne Nacht. Schlaf gut, kommt gut zu liegen und ja, wir sehen uns dann morgen Abend. Also macht's gut. Tschüss. Tja, und damit herzlich willkommen zum Sonderstream heute an diesem schönen Sonntag in der Let's Play Live Show. Ich wollte den Trailer noch zu Ende laufen lassen. Ich weiß ja, dass wir 17 Uhr schon haben und ich bin erleuchtet. Von der Seite. Ja, hi, schön zusammen. Schönen guten Tag. Hallöchen, schönen guten Tag zusammen. Schönen Sonntag. Ich hoffe, ihr habt alle ausgeschlafen, hattet noch einen schönen Samstagabend. Hi Vladimos, hallo Anakin, hallo Silent, hallo Klangkasper, ich begrüße euch. Nebenbei bin ich gerade so ein bisschen noch die anderen Alien Isolation Streams, also die ja schon gelaufen sind von der allerersten Folge. Mei, warum bin ich denn jetzt so aus dem Wind? Ich keine Ahnung. Vom allerersten Stream an, die landen ja alle auf YouTube jetzt. Oh, warum ist denn alles rosa heute? Hä? Hallöchen, warum ist die Kamera so rosa? Gibt's doch gar nicht. Hi, vielleicht war alles weißes. Boah, so ist geil. So meint man irgendwie, ich habe gar keinen Körper, sondern nur ein Kopf schwebt da. Ist voll wie so ein Greenscreen. Hinten fliegen gleich so Fische vorbei. Nee, wie gesagt, die Folgen landen ja natürlich auf YouTube. Und wer das den Anfang halt verpasst hat, der kann sich da alles nochmal. Vorsicht! 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 Ja, schwul ist ein Wort, was ich auf der Blacklist habe. Der ist ganz schön eingestellt. Ja, jetzt muss aufpassen. Und zwar, ich habe etliche Worte auch in dieser Blacklist gezogen. Zum Nightbot wollte ich jetzt eigentlich auch gleich was erzählt haben, aber nochmal kurz zurück. Wie gesagt, alle Folgen landen auf YouTube von den Streams. Also, wann ich angefangen habe, am 4.10. habe ich ja angefangen. Die ersten zwei Folgen sind ja momentan schon raus. Und zwar von dem Samstag, den 4.10., wird es insgesamt 12 Folgen geben.
dann natürlich weitere von dem Sonntag dann den Stream, von dem darauffolgenden Freitag, den 10. Und so weiter und so fort. Und natürlich diese Folge hier heute auch. Und ja, der Nightbot, ihr braucht momentan keine Werbung mehr schreiben. Also das macht der Nightbot alles automatisch. Es sind Wörter auf der Blacklist wie schwul, Bastard, Hurensohn, keine Ahnung, möchte ich jetzt hier nicht groß noch weiter erläutern. Die Worte sind alle auf, die Worte sind jetzt alle auf der Blacklist und wenn die fliegen, dann dürfen die zweimal was schreiben und dann sind sie weg. Und so, wir wollen mal den aktuellen Speicherstand laden und dann, ja, schauen wir mal, wie weit wir heute kommen werden hier. Ich bin da mal gespannt. Ich schau mal. The Evil Within ist ja jetzt auch gerade die aktuelle Folge 6, 7, glaube ich, raus. Die ist jetzt gerade, glaube ich, online gegangen. Dürft euch natürlich reinziehen, The Evil Within. Bin ich mal gespannt. Vielleicht nehme ich heute Nacht noch ein paar neue Folgen auf. Ja, aktuelle Folgen sind ja insgesamt 12, die ich schon in petto habe. Und ich glaube, ich werde heute Abend noch ein paar neue Folgen The Evil Within aufnehmen. Mal schauen. So. Er mag wohl eine Entschuldigung nicht annehmen. Nee, habe ich noch nicht. Obwohl, könnte ich eigentlich eben einrichten, wenn du Ausrufezeichen Sorry schreibst, könnte man eigentlich schreiben, ja, ist okay oder sowas. Moment, probieren wir das mal eben aus. Custom Commands, Moment. Home. Just like a moment. Neuen Command. Ausrufezeichen. Sorry. Moment. So. Command haben wir hinzugefügt. Also, jetzt alles mit Ausrufezeichen schreiben, wie zum Beispiel Hi oder Hello oder Sorry. Sorry müsste jetzt auch funktionieren. Könnt ihr mal selbst ausprobieren. So. Also, wie gesagt, jetzt geht's. Mit Sorry. Da, der Nightbot hat übrigens meinen YouTube-Channel geschrieben. Das macht er jetzt auch automatisch alles. Da braucht er jetzt keine Werbung mehr schreiben. Aber letzte Warnung. So. Ach ja, stimmt, hier haben wir ja gestern aufgehört. Wir sind wieder zurück, quasi am Anfang des Spiels. Und wir sind ganz schlecht ausgerüstet. warum bin ich denn so außer Puste? Ich hab doch gar nicht so weit bis am Computer, meine Güte. Schauen wir mal. Ich werde mal den Elektroschocker nachladen. Die Pumpgun nachladen. Ach, die hat nur 4 Schuss. Das ist ja auch toll. Revolver ist voll. So, Flammenwerfer haben wir auch nichts mehr? Nein. Okay, Pumpgun. Und ich habe den 10. Ach, den 100. Wie den 100. Ach so. Und das bevor du gestartet hast. Ja, ist ja unglaublich. 100 Kommentare jetzt schon. Und hier habe ich gestern... Hier bin ich gestern... Gut, ja, ist ja gut. Hier bin ich gestern schon reingegangen ein Stück und habe dann gesagt, ich beende hier. Aber hier ist mir aufgefallen, diese Tür kennen wir eigentlich. Die haben wir am Anfang des Spiels gesehen, wie wir es angefangen haben zu spielen. Hier kamen wir nämlich nicht durch. Wenn das die Tür ist... Ja, das ist die Tür. Da war das... Da kam man noch hier noch... Da kam man hier noch nicht durch. Und wir sind nämlich jetzt quasi wieder in dieser großen Lobby vom Anfang des Spiels. Ich weiß partout immer noch nicht, wo wir hin müssen. Und hier brennt alles. Warum brennen denn hier die Sitze? Okay. Ich kann mich entsinnen, dass die Lobby noch gut aussah am Anfang des Spiels. Mich würde ja mal interessieren, ob man... Weil wir gehen ja jetzt auf Finale zu und man konnte ja mitten im Spiel auch zurückkommen nach hier, weil hier ja noch verschlossene Türen waren. Ob die Lobby dann auch schon so ausgesehen hätte. Naja. Mein Handy-Akku ist mal wieder auf Reserve. Ganz schnell nachladen. Hi Gotox, ich grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live Show. Und heute in rosa. Ich weiß nicht warum, die Kamera ist heute rosa. Vielleicht weil es heute so hell ist. Ich weiß, da müssen wir nicht lang, aber wir können es hier mal ausprobieren, weil die Tür ist ja noch zu. Die dürfen wir ja nicht rein. Aber jetzt dürfen wir endlich rein. Ja, Werbung, falls ihr das noch nicht mitbekommen habt, der Nightbot macht heute alles alleine. Also ihr braucht auch nicht mehr Werbung schreiben. Böse Wörter sind auch auf der Liste, auf der Blacklist. Und Werbung kommt nach 25 Zeilen oder 10 Minuten.
und so weiter und so fort. Ja, also da braucht ihr euch keine Gedanken machen. So, was haben wir denn hier Schönes? Zugriff. Ransom hier. Ich habe Ihre Anfrage erhalten. Ja, ich war in unserem Übertragungsrelaisarchiv und habe einige entschlüsselt. Ich suche nach Crewlogs, die vor einiger Zeit über Sevastopol geleitet wurden. Ich verstehe, dass Sie sich Sorgen machen, aber das ist alles Schnee von gestern. Ich muss nur ein paar Dinge in Erfahrung bringen. Ein Routine-Datenübertragungspaket aus der Randzone von Tedus, bevor ein Schiff die Heimreise antrat. Nichts weiter Besonderes. Dallas hier. Ich werde in Kürze das Nostromo-Berichtpaket zurück zur Erde senden, bevor wir uns in die Hyperschlafkapseln begeben. Die nächstgelegene Relaisstation scheint Sevastopol zu sein. Wie dem auch sei. Wenn alles gut läuft, hören Sie wieder von uns, sobald wir in Erdnähe angekommen sind. Vermissen Sie uns nicht zu sehr. Dallas, Ende. Flexi, du sagst schon seit letzter Woche, dass wir auf Finale zugehen. Ja, es zieht sich aber auch unheimlich in der Länge, das muss ich ja mal sagen, das habe ich ja gestern schon gesagt. Also jetzt so langsam hat man das Gefühl, das Spiel zieht sich unheimlich. Und haben wir jetzt alles angehört? Können wir da nochmal? Ach so, ist dasselbe. Nein, ich will nicht mehr. Ja. So. Da gab es ja richtig viel. Da gab es ja richtig viel gerade zu sammeln in diesem Raum. Und, ich hoffe mal, dass wir. Wo müssen wir denn hin? Wir müssen da lang. Ich schau nochmal hier. Ich könnte echt gut jetzt ein Medikit gebrauchen. Huch. So. Aber das mit dem Rosa ist natürlich auch geil. Halt, Tai. Hallo, wir spielen heute Alien Isolation. Ja, ihr seid hoffentlich mit mir dabei, wie wir das Alien heute an den Schwanz packen. Nein, natürlich nicht. So. Hier wackelt alles und staubt alles rum. Naja. So. Oh. Munition für Bolzenschussgerät oder Bolzenschießer. Auch geil. Oh, hier fehlt gerade die Soundanimation. Naja. Ich werde trotzdem am Flammenwerfer bleiben. Oh, schon wieder Werbung vom Nightbot automatisch. Sehr geil. Also gefällt mir gut, dass das klappt. Super. Ist natürlich jetzt auch die erste Bewährungsprobe für den Nightbot. Flex, du solltest unbedingt mal einen 24-Stunden-Stream machen. Warum? Ja, ich weiß, ich hatte das mal vor oder ich habe das auch mal vor zu tun. Revolvermunition. Wir kriegen jetzt so viel Munitionssachen und so viel Utensilien. Ja, ja, ich weiß ja nicht, was ihr davon haltet vom 24-Stunden-Stream. Da muss ich aber ordentlich Energy, dann werde ich aber, glaube ich, auch den Alkohol aus dem Kopf lassen, weil sonst kriege ich das nicht auf Reihe. Werde ich mir jede Menge, ich glaube, eine Palette Energy-Dosen werde ich mir hinpacken und dann können wir das gerne mal machen. Dann macht das mit dem 24-Stunden-Stream, wenn ich Urlaub habe. Ja, ja, das können wir mal machen. Ich denke mal, das ist ein, ich denke mal, das ist ein größeres Projekt, was auch angekündigt wird auf YouTube, auf meinem Channel und auf Facebook fürs nächste Jahr. Aber dazu, wie gesagt, werdet ihr mehr erfahren. Ende des Jahres. Entkommen Sie der Sevastopol? Oh mein Gott! Ja, ich kann sie hören. Oh, da ist ein Speicherpunkt. Ich glaube, es ist Finale heute, definitiv. Wir werden heute aufs Finale zugehen. Oder beziehungsweise gehen wir jetzt. Weil wir müssen nämlich jetzt entkommen. Also, das ist definitiv Finale.